Ja, ich glaube, dass ich mit meinem WhatsApp-Status und der Facebook-Story für etwas Verwirrung gesorgt habe. Einige haben mir sogar schon zum Geburtstag gratuliert. Danke sehr, aber der war tatsächlich schon im Januar. Daher kommt jetzt eine kurze Erklärung. Ich denke, das bin ich euch schuldig. Der eine oder andere weiß, dass ich einen eigenen YouTube-Kanal habe und außerdem mag ich Fußball, Computerspiele, Schottland und auch Whisky. Was liegt also näher, ein Fußball-Manager-Spiel zu spielen und einen eigenen Verein zu gründen? Mein Spitzname ist Toffi und so wurde Toffield United geboren, ein Verein in der vierten Liga von Schottland. Ein Wappen hatte ich noch von vor 30 Jahren, wer es noch kennt, hattrick.org. Trikots wurden kreiert, ein Trikotsponsor musste gefunden werden und eine Handvoll Leute aus meiner Online-Community sind immer mit Ideen dabei. Also wurde die Whisky-Marke Glen Toffee erfunden. Daraus habe ich dann ein Logo entworfen und auf die Trikots gebracht. Eine Ersatzbank haben wir auch und es gibt sogar eine streng limitierte Glen Toffee-Tasse. Soweit zum Thema Glen Toffee. Das zweite Spiel, was ich gerne spiele, ist der Euro Truck Simulator, also virtuell mit einem LKW durch die Gegend fahren. Das Schöne ist, dass man die Zugmaschine und die Anhänger auch selbst gestalten kann. Das habe ich auch zum Teil auf Wunsch meiner Community gemacht. Es gibt sogar eine Stuttgart-Zugmaschine und hier eine Zugmaschine vom Wuppertaler SV mit einem Trailer von Schalke. Und dann ist ja logisch, dass man beide Spiele verbindet. So wurde der Glen Toffee Truck gestaltet. Sogar eine Ice Malt Whisky Special Edition gibt es. Wir haben in dieser kleinen und feinen Community sehr viel Spaß, sind die Meister der Flachwitze und lachen über dieselben Dinge. Aber alles natürlich online. Dann hatte ich in einem meiner Streams erwähnt, dass ich an einem Wochenende nicht streamen kann, weil ich mit unserem Chor einen Auftritt hätte. Ich stehe also in der Pause unseres Auftritts in Carmen im Saal, als mir plötzlich jemand auf die Schulter tippt und da stehen dann Michael aus Essen und Klaus aus der Nähe von Frankfurt hinter mir, die ich beide noch nie vorher im realen Leben gesehen habe. Eine wirklich tolle Überraschung. Daraus wurde dann halt, lass uns doch mal zum Grillen treffen und das fand halt am letzten Wochenende bei Michael in Essen statt. Michael ist nämlich der Grillmeister. Es war ein toller Tag, wir hatten viel Spaß, haben lecker gegessen und getrunken. Aber das Highlight sollte noch kommen. Klaus ist nämlich unser Klemmbausteinmeister. Ja, Klemmbausteine, don't call it Lego. Klaus hat dann aus meinen Logos und den LKW-Zeichnungen selbst einen eigenen LKW entworfen, Folien mit dem Glen Toffee-Logo gedruckt und so ist dieser einzigartige LKW entstanden, den es so tatsächlich kein zweites Mal mehr gibt. Dazu noch die Trucker-Cap und ja, alles war perfekt. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, kann man nur so sagen. Und diese Story, wie aus einer virtuellen Community reale Freundschaft werden kann, musste einfach erzählt werden. Daher nochmal ein herzliches Dankeschön an Klaus und Michael und natürlich an eure Partnerinnen. Es war ein toller Tag und eine Riesenüberraschung. Das war also die Story hinter den Bildern.